Nach den gefeierten Meistersingern zeigen die Osterfestspiele Salzburg 2020 Verdis Oper Don Carlo. Christian Thielemann dirigiert sie zum ersten Mal. Und ich meine, das ganze Stück ist, wie ich das erste Mal gehört habe, hat mich so fasziniert, dass ich es immer habe machen wollen. Ich glaube, es ist eine Geschichte, die eben durch die packende Musik und durch die Fähigkeit Verdis an der richtigen Stelle das richtige Duett zu platzieren oder die Massenszene. Daran zeigt sich ja eben die sogenannte Theaterpranke. Und wir haben ein wenig gerätselt, wie man die Vorgeschichte des Don Carlo richtig auf die Bühne bringt und haben eine ganz besondere Idee, wie ich denke, kreiert. Wir haben Manfred Trojan gebeten, uns einen Prolog musikalisch zu schreiben. Der wird sich mit der Vorgeschichte befassen, wird hinführen zu der Klosterszene, mit der normalerweise der Don Carlo beginnt. Und in dieser Vorgeschichte geht es zentral um das Verhältnis von Elisabeth und Don Carlo. Jugendliche begegnen sich und das ist der Keim der ganzen Szenerie, der ganzen Dramaturgie der späteren Oper. Ich finde es auch mal gut, etwas anderes zu tun, ja, ohne ein Werk zu beschädigen oder beschädigen zu wollen oder gar uminterpretieren zu wollen. Das tun wir ja nicht. Ja? Und die Musik von Trojan führt genau in den Verdi rein. Ich freue mich daher eben, dass die Vera Nemirova das macht, die das jetzt nicht regietheatermäßig gegen den Strich bürstet, jedoch ihre sehr, sehr eigenen Ideen hat und, wie ich finde, also einen ganz fabelhaften Zugriff drauf hat. Es spielen Bücher in unserer Inszenierung eine wichtige Rolle. Bücher, und es ist verortet in einer Bibliothek. Wenn man sich die Zeit Philipps II. Vorstellt, da war Wissen etwas sehr Elitäres. Also Wissen ist Macht. Und wir haben versucht, auch so einen Machtraum zu bauen, wo quasi dieses Wissen gehortet wird und wo nicht jeder rankommt. Das gehortete und gespeicherte Wissen wird dort aufbewahrt für die Geschichte. Man unterscheidet aber in diesem System sehr wohl zwischen verbotenen Büchern und staatlich verordneten Büchern. Wir sind sehr froh, dass wir für die Produktion hier bei den Osterfestspielen ein sehr hochkarätiges Ensemble zusammenstellen konnten. Ilda Abdelazakov als Filippo, Yusuf Eversov wird den Don Carlo geben, Franco Vassallo ist Rodrigo, Carlo Colombara, der Grande Inquisitore. Anja Harteros kehrt zurück zu uns auf die Bühne als Elisabetta. Zuletzt war sie hier zu erleben als Sieglinde und in der Tosca in der Titelrolle. Und schließlich Jekaterina Semenchuk als Eboli. Der Herbert-von-Karajan-Preis 2020 geht an die niederländische Geigerin Janine Jansen. Sie wird das Violinkonzert von Beethoven spielen. Im Beethoven-Jahr sicherlich die größte Herausforderung an eine Interpretin. Und wir sind ganz sicher, dass das ein besonderer Höhepunkt der Osterfestspiele 2020 sein wird. Christian Thielemann leitet das Konzert mit Janine Jansen. Im selben Programm Beethovens 5. Symphonie und eine Uraufführung. Wir holen bei den Osterfestspielen 2020 eine Uraufführung nach, die eigentlich schon im Vorjahr hätte kommen können oder sollen. Sofia Gubadulina hat ein Werk geschrieben, Der Zorn Gottes, und es heißt im Untertitel dem großen Beethoven gewidmet. Daniel Harding, der bedeutende englische Dirigent, nimmt sich der 10. Sinfonie von Mahler an, in der fünfsätzigen Fassung von Derek Cook erstellt. Ein überwältigendes Werk. Jeder, der dieses Werk im Konzert wahrnimmt, erfährt etwas, ich würde sagen, für sein Leben Besonderes. Es sind Mahlers letzte Worte. Das Stück hat autobiografischen Charakter. Es hat eine fast apokalyptische Bedeutung in seinem Schaffen. Im Chorkonzert erklingt eine spätromantische Komposition von Arnold Schönberg, die Gurre-Lieder. Dieses Monumentalwerk, die Gurre-Lieder, stellen allerhöchste Anforderungen an die Besetzung. Es ist ein Orchester von 125 Musikern auf der Bühne.
von 6 Solisten und 2 Chören. Wir haben ein, wie ich finde, prädestiniertes Ensemble versammelt. Camilla Nylund als Tove, Christa Meyer, Waldtaube, Steven Gould, Waldemar, Wolfgang Ablinger-Sperrhacke, Klaus Darr, Quang Chul Yun, Bauer und Franz Grundheber als Sprecher. Chor des Bayerischen Rundfunks, der Prager Philharmonische Chor und Christian Thielemann, der das Werk zum ersten Mal dirigieren wird. Für das Beethoven-Jahr 2020 haben wir einen der bedeutendsten Beethoven-Interpreten eingeladen, Rudolf Buchbinder. Er wird sein Kernrepertoire spielen, das 1. und das 5. Klavierkonzert von Beethoven. Aber auch eine Rarität, das längste Fragment, das Beethoven komponiert hat, ein 6. Klavierkonzert von ungefähr 15 Minuten Dauer, das man in eine aufführungsfähige Form bringen kann und das zum ersten Mal hier in Salzburg erklingen wird. Hans-Werner Henze hat in den 70er Jahren eine Fernsehoper gemeinsam mit Hans Magnus Enzensberger geschrieben, La Cubana. Das Werk ist dann später auf die Bühne gelangt und er hat aber lebenslang nachgedacht, wie man eine adäquate Form finden kann, eine Kammeroper aus dem Werk zu machen. Das realisieren wir jetzt. Das heißt dann La Piccola Cubana, der Titel ist authentisch von Henze, hat sehr genau beschrieben, wie er sich dies vorstellt. Und Jobst Liebrecht hat eine Partitur verfasst, die genau dies umsetzt. Dies wird in Koproduktion mit der Staatsoper Berlin geschehen und wir freuen uns, dass Isabel Karajan mit zum Ensemble gehören wird als eine der maßgeblichen Sprechrollen dieses Werkes. Die schöne Tradition mit Kammerkonzerten setzt sich fort mit Solisten der Staatskapelle Dresden. Im ersten Konzert gibt es Werke von Haydn und Beethoven. Hier spielt das Arabella-Quartett aus dem Kreis der Staatskapelle. Im zweiten Kammerkonzert haben wir eine ganz besondere späte Uraufführung vorbereitet. Hans-Werner Henzes Opus 1, könnte man sagen, 1943, mitten im Krieg entstanden. Der 16-jährige Henze versucht sich zum ersten Mal an der Konzertform und schreibt ein Stück für Violine und kleines Kammerorchester. In dem beliebten Kinderkonzert Kapelle für Kids gibt es natürlich auch eine Begegnung mit Beethoven. Die Puppe Emil wird sich diesem Thema annehmen und Näheres erläutern. Und ich finde, dieses Programm ist ein sehr anspruchsvolles und ich glaube, dass es das Publikum sehr interessieren wird.